Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu unser aller Lieblings-Romhack, Alter. Endlich, Evil Conquest. Jetzt geht's los. Für die Leute, die damals noch nicht dabei waren, ja, wir haben Safe States und ja, es wird katastrophal werden. Also, wie zu erwarten und wie bereits gesehen. Wir müssen jetzt dann, weil wir haben ja noch die, im Grunde genommen, die komplette Star Road vor uns. Deswegen, und weil ich gesehen habe, dass wir für, also das erste Level, das ich da betrat, dafür brauchte ich direkt grüne Blöcke, wenn mich alles täuscht. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal, bevor wir weitermachen mit der Star Road, erstmal gucken, dass wir die ganzen Switch-Paläste finden. Und dafür werden wir dann jetzt, schätze ich mal, so ziemlich... Also erstmal zumindest so ziemlich jedes rote Level nochmal betreten. Sehr schön. Jedes rote Level nochmal betreten, um da dann danach zu gucken, wo denn eventuell der zweite versteckte Ausgang ist. Das ist zumindest, also das ist jetzt so für den Moment der Plan. Ich hoffe mal einfach, dass die Tür hier tatsächlich noch ein kleines bisschen, also der Schlüssel noch ein kleines bisschen, Dankeschön, noch ein kleines bisschen weiter ist. Und ich hoffe mal einfach, dass ich mich schnell wieder an Safe States etc. pp. Gewöhne. Aber wir werden schon irgendwie sehen. Natürlich jetzt die Frage... Ach, das geht ja noch. Moment. Was haben wir denn hier Schönes? Aber das hätten wir ja quasi auch damals im ersten Anlauf schon schaffen können, Alter. Ah, das habe ich schon freigeschaltet. Ach, jetzt geht hier hoch, ne? Stimmt. Ach, der ist der gelbe Switch-Ballast. Okay, ja, okay. Also, dann haben wir zumindest schon mal zum Einstieg etwas gemacht, was wir schon kannten. Aber es ist ja dann auch nicht, das muss ja nicht quasi nicht schlimm sein. Also, Jellyfish Cavern. Dann lass mal hier einen raushauen. Also, so funktioniert das jetzt. Das ist zumindest das, was war das jetzt? Das ist zumindest das, was wir jetzt so ungefähr vorhaben. Oder vorhaben. Danke. Tschö, Alter. Durchaus ein beängstigender kleiner Freund, aber ist okay, wir nehmen das so hin. Moment, ich kann mich daran erinnern, dass ich hier nicht rauskam. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da nicht rauskam. Das wird jetzt sehr, sehr spannend sein, weil ich einige Stellen natürlich... also einige Stellen wie diese jetzt beispielsweise werden dann natürlich im Kopf geblieben sein. Und mich vermutlich auch diesmal wieder zur Weißglut bringen. Ich kann mich da an diverse Level erinnern mit verschwindendem und wiedererscheinendem Wasser... Etc. Also das wird vermutlich ein Highlight nach dem anderen werden. So wie, vor allem wieder die Highlights der Wut. Sie sind zurück. Nein, das war nicht überflüssig. Nein, damit hören wir jetzt sofort auf. Das war überhaupt nicht überflüssig. So, komm, jetzt immer. Jetzt ist im zweiten Anlauf läuft das. Da ist der Schlüssel. Den habe ich nicht gesehen. Na gut, nehme ich dann so. Du bist natürlich jetzt dann die Frage, wie jetzt gerade im ersten Level auch schon. Ich weiß natürlich nicht mehr, wenn wir irgendwas schon... Ich meine gut, wenn aus dem Level hervorgeht, also aus der Weltmap hervorgeht, Worldmap quasi, hervorgeht, dass wir einen bestimmten zweiten Ausgang schon gefunden haben. Kann man natürlich verhindern, nochmal da reinzugehen, aber es wird vermutlich, wie jetzt gerade im ersten Level, auch schon, schätze ich, noch das... Warum nimmst du mir jetzt den Schlüssel weg? Wir sind die... Entschuldige mal bitte. Es wird, vermute ich, jetzt mal einfach das ein oder andere Mal noch vorkommen, dass wir dann nochmal zu einem Ausgang gehen, den wir schon gefunden haben, für den Fall, dass... Können wir bitte damit aufhören? Es ist nicht sehr nett. So, dafür extra Leben. Die habe ich auch verdient. So, guck. Denke mal, dass das jetzt zur Star Road führt. Tut es. Sehr schön. Da könnte man jetzt... Theoretisch könnte man dann jetzt dieses Level zumindest sich schon mal angucken. Vielleicht kommen wir da dann ja schon mal ein kleines bisschen weiter. Wenn nicht, dann müssen wir schauen. Also, ich muss jetzt wohl dazu sagen, das erste Level, das ich betreten... Donkey Kong-Dinger! Keine Scheiße. Das erste Level, das ich betreten hatte in der Star Road, war wohlbemerkt auch das letzte auf der Map. Also, das ist aber schwierig. Das ist aber schwierig, vor allem, wenn mich das dann umbringt, wenn ich zu schnell bin. Also, das wird Konzentration quasi in Anspruch nehmen von mir. Aber ich meine, das gehört sich ja dann quasi auch so. Also, das erste Level, das ich gespielt habe, wohlbemerkt auch das letzte in der Star Road ist. Also, da wird dann... Dafür wurde dann die Dingsbums benötigt. Der grüne Switch-Dingsbums. Also, vielleicht, es kann aber natürlich jetzt sein, dass wir durch die ersten Level erstmal noch durchkommen. Ach, da sterbe ich dann also nicht. Okay. Ist natürlich jetzt die Frage. Fuck! Das ist was ich in Donkey Kong Country schon nicht kann, Alter. Aber das ist sehr, sehr cool, dass sie es überhaupt hier eingebaut haben. Dass das überhaupt funktioniert. Ist jetzt nicht zwingend was ich erwarten würde, ehrlich gesagt. So, ich als Amateur. Das meine ich jetzt damit. Ich muss in der Regel warten darauf, dass... Ja, toll. Ich muss in der Regel darauf warten, dass der Bildschirm irgendwo hinscrollt, wo er mir was bringt. Ach, komm schon. Und dann geht das voran. Aber trotzdem natürlich eine sehr, sehr coole Sache, sowas mal in einem Mario-Spiel zu sehen, finde ich. Also... Sehr, 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 sehr edel. Moment, das Ding, wie hat das nochmal funktioniert? Ich glaube, mit einem der Schulterknöpfe, weil das war, glaube ich, mit einem der Schulterknöpfe. Mann!
Mit einem der Schulterknöpfe. Jetzt ist aber mal gut hier, ey. Es ist unglaublich, wie schwer mir das fällt. Mal wieder, aber ne, das ist ja dann quasi das, was wir erwarten würden. Ne? Das ist ja quasi das, was wir erwarten würden. Und dann so, ne? Und dann machen wir den hier. So, der wollte nämlich jetzt dahin, weil da ist nämlich eine verfickte Drachenmünze. So. Das ist aber ganz schön streng hier. Das ist aber ganz schön streng hier. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt erwarte, dass einige der kreativsten und coolsten Level jetzt hier so in den Special Worlds drin sind. Also, da erwarte ich jetzt quasi einiges von. Das meine ich. Man muss dann im Prinzip warten. Aber man darf ja dann auch nicht zu lange warten, weil wenn ich zu lange warte, bringt mich dann die andere Seite des Bildschirms um. Also, es ist durchaus streng, wie ich finde. Aber ne, wir werden uns schon dran gewöhnen. Nein, wir werden keinen Death Counter einführen, Alter. Das wäre wahrscheinlich, das wäre wieder so ein Erlebnis. Das ist erst der Mittelpunkt. Scheiße. Ja, willkommen zurück in meinem Leid. Das ist auch fantastisch. Es geht einfach so weiter. Okay, das ist dann jetzt eine Sache, die wieder ich persönlich mir ohne Safe States für mich, andere machen das natürlich, ist mir schon klar, nur schwer vorstellen kann, hätte ich gesagt. Aber, ja. Für die Leute, die eine Herausforderung suchen. Wie? Genau. Ich habe da gar nicht genug Zeit. Doch, so gerade eben. Ja, ist okay. Wir nehmen dich nicht jetzt mal einfach mit. Ach komm! Das ist unschuldig. Ich finde das richtig streng. Viel Zeit für Fehler habe ich nicht. Oder viel Spielraum. Komm schon! So, jetzt. Wir machen jetzt. Deswegen ist, hier muss ich allein schon warten. Doch, wir sind wieder zurück. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück in Evil Conquest. Aber ich meine, der Name ist Programm. Für die Leute, die das jetzt irgendwie. Die sich fragen, was ist das denn jetzt hier eigentlich? Was soll das eigentlich alles? Also der Name ist auf jeden Fall Programm. So viel steht fucking fest. Ich habe gedrückt. Oh, ich habe es sehr vermisst. So viel steht fest. Komm. So, okay. So weit, so gut. Jetzt muss ich. Ach du Scheiße. Wann denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Wann soll ich so schnell überhaupt schalten? Okay, ich muss im Grunde genommen direkt wegdrücken. Okay. Ich habe überhaupt nicht die Zeit. Das meine ich mit von wegen keine Safe States. Ich habe überhaupt nicht die Zeit, mir anzugucken, was hier überhaupt passiert. Ich muss ja erstmal sehen, dann verstehen und dann verarbeiten, was hier passiert und dann daraus meine Schlüsse ziehen, was ich als nächstes. Okay, das war überflüssig. Was ich als nächstes ziehen muss. Aber das sind so die Herausforderungen, die dieses Spiel mir weiterhin Gott sei Dank stellt. Also ich meine, es wäre ja auch schade, wenn nicht. Also, das erste Level geschafft. Aber das hatte irgendwo noch einen zweiten Ausgang. Ach du Scheiße. Ich gehe dann erstmal die anderen Ausgänge suchen in den normalen Welten für den Moment. Für den Moment erstmal das. Nur um das jetzt schon mal so gezeigt zu haben, wie denn diese Star Road erstens so aussieht und zweitens, was wir da von den Leveln so erwarten können. Also ich persönlich habe keinen Ort jetzt gerade wahrgenommen, an dem man irgendwie noch einen zweiten Ausgang hätte erwarten können, aber wird schon irgendwann, werden wir den hoffentlich schon noch finden. Aber erstmal wollen wir hier den nächsten Ausgang oder den zweiten Ausgang finden. Vor allem hätte da dann ja eigentlich auch ein Schlüssel sein müssen. Da hätte ja jetzt eigentlich, irgendwo hätte ein Schlüssel sein müssen, oder nicht? Oder kann man diese Bonusausgänge irgendwie auch ohne Schlüssel gestalten. Das ist auf jeden Fall, also wenn irgendwer da irgendwie. Also ich sag mal so, gerade bei solchen Leveln. Tipps natürlich liebend gerne willkommen. Kann ich hier rein? Ich kann da scheinbar nicht rein. Also weil ansonsten wird das. Also das wird schon schwierig. Aber ne, wir werden sehen. Wenn da irgendwer gerade, wie gesagt, eine Stelle gesehen hat, nehme ich den Tipp gerne an mich. Das da oben sah jetzt irgendwie verdächtig aus, oder? Das da oben sah jetzt irgendwie verdächtig aus. Bisher war der Schlüssel. In dem einen Mal war der vor dem Mittelspeicherpunkt. Ich hoffe mal, dass das jetzt nichts ist, woran ich mich immer halte oder woran sich das Spiel immer hält, vielmehr. Kann ich in die großen Röhren rein? Ich gehe mal nicht davon aus, oder? Nee. Aber wo befinden sich Schlüssel? Das ist jetzt die Frage. Wo befinden sich Schlüssel? Das ist das Ende des Levels. Was? Es kann ja eigentlich schon beinahe nur die eine Röhre sein, die da von der Decke hing. Dass ich da aus irgendeinem anderen Grund nur gerade nicht reingekommen bin, weil, keine Ahnung, ich wahrscheinlich zu früh oder was nach oben gerückt habe. Diese hier meine ich. Diese Röhre meine ich. Ich kann da aber nicht rein.
Was? Oder doch hier hoch? Das wird doch hier hoch sein. Pass mal auf, das Loch in der Decke da. Pass mal auf, das ist jetzt das eine, das andere, was hier noch, was vorhin ja noch auffiel. Ich hoffe, dass es das ist, aber da muss ich jetzt schnell reagieren. Auf den Ball direkt drauf. Aber der Ball muss ja eigentlich viel höher sein. Oder kann ich? Was? Moment. Moment. Ich kann den nicht kaputt machen. Nein. Aber es musste ja eigentlich. Was muss ich tun? Okay. Ich meine, es musste ja eigentlich irgendwas mit diesem Loch da in der Decke zu tun haben. Es ging ja schon beinahe nicht anders. Deswegen bin ich froh, dass wir hier nochmal hin zurückgegangen sind. Ansonsten hätte ich vermutlich ein Problem gehabt. Ich hätte gerne. Ich muss jetzt hoffentlich nicht beide gleichzeitig. Ich weiß, ich glaube, dass man zwei Sachen gleichzeitig tragen kann. Aber ich habe keine verdammte Ahnung wie. Also das war jetzt schon. Das war jetzt ein Beispiel dafür, dass man wirklich die Augen aufhalten muss hier. Ansonsten problematisch, Alter. Problematisch. Das ist wahrscheinlich genau. Jetzt der nächste Stern. Ich werde die ganzen Wege zu den Sternen erstmal außen vor lassen. Das war schon der zweite Ausgang, den haben wir damals darunter gefunden. Also die Wege zu den Sternen erstmal außen vor lassen, erstmal gucken, dass wir alle Switch-Schalter finden und dann mal schauen, dass wir irgendwie vorankommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Schlösser keine zwei Ausgänge haben und gehe deswegen hier hin. Oder Burgen vielmehr. Und dann, habe ich hier einen Mittelspeicherpunkt? Entweder. Ja, ich habe hier noch einen Mittelspeicherpunkt. Oder was? Oder hat das Ding einfach zwei Wege? Dass wir damals. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe irgendwie hier damals mit einem Mittelspeicherpunkt aufgehört. Oder. Oder das Ding hat zwei Auswege. Einen nach links und einen nach rechts. Das sind jetzt die zwei Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich hoffe logischerweise. Wenn ich jetzt hier schon so lange. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich am Anfang des Levels stehe. Das wäre nicht sehr cool. Heb doch bitte den Dummstein. Willst du? Ich wollte damit eigentlich das Ding hier aktivieren oder öffnen oder so. Stattdessen dann halt nicht. Nee, das sieht für mich so aus, als hätte der. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal nach rechts. Wir gehen erstmal einfach. Nee, wir gehen komplett. Ach, ja, das erklärt einiges. Wir müssen also komplett nach links. Ah, ja, okay. Aber trotzdem brauchen wir natürlich jetzt einen zweiten Ausgang. So, jetzt haben wir. Aber auf jeden Fall haben wir ein Power-Up, das wir vorher nicht hatten. Das ist auf jeden Fall schon mal. Also auf jeden Fall schon mal. Oh, willkommen zurück in Safe State City, Alter. Ich habe es wirklich sehr vermisst. Mein letzter Aufenthalt hier war ein absoluter Traum. Nein, gib mir das. Nein! Oh, ich werde so viel leiden wieder. Im Grunde genommen tue ich es ja jetzt schon, ne? Also muss man auch mal nüchtern und so. Danke. Ein Power-Up gibst du mir einfach so? Das ist ja unglaublich. Einfach so ein Power-Up? Wer hätte damit gerechnet? Und nein. Das sind bestimmt Orte, an denen die vielleicht Röhren eingebaut haben, in die man dann doch mal rein kann? Das muss jetzt alles getestet werden. Alles, was in irgendeiner Form auffällt. Oder runter. Muss getestet werden. Allerdings. Wenn ich jetzt raten müsste. Ich meine, ist klar, ich sehe die Drachenmünze, da sehe ich auch. Nee, doch nicht. Ich wollte jetzt sagen, wenn ich jetzt raten müsste, ist da unten noch irgendwas durch die Koopas. Aber scheinbar ist das Ding tatsächlich nur so platziert da, wegen der Drachenmünze. Was wir gerade auf jeden Fall schon hatten, ist das Schlüsselloch da, genau. Allerdings noch kein Schlüssel. Allerdings, warum speichere ich nicht? Jetzt mal scheiße, ich habe Safe State zur Verfügung en masse und ich nutze einfach nicht. Das ist fantastisch. Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Weil, in, Dingens durfte ich ja nicht. In Super Mario Randomized. Ich selten das Gefühl, in diesem Spiel ein Power-Up zu haben. Das ist natürlich die Frage. Also hier kann ich normal runter. Ah, hier und hier ist der Schlüssel, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich geguckt, das wirkte nämlich jetzt eigentlich so gebunden auf mich irgendwie. Gott sei Dank haben wir dann schon wieder nur das Ding. Ich will Switch-Paläste haben, vor allem den grünen Mensch. Sehr, 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 sehr unfreundlich, dass man mir den nicht gibt. Das ist aber dann jetzt Game Design. Moment, das war damals, glaube ich, sogar die letzte Welt hier, ne? Ich meine, das war die letzte Welt hier. Aber das hieße dann ja.
dass der grüne Switch-Palast noch woanders sein muss. Es sei denn, hier sind zwei Switch-Paläste in einem, in einer Welt. Allerdings fehlt ja... Oh, das Level. Oh ja, das Level. Fehlt ja auch noch der Star-Road-Eingang hier in dieser Welt jetzt. In dieser Welt. So viel zu meinem Power-Up. Das hat sehr, sehr lange gehalten. Vor allem ist jetzt die Frage, wo hier versteckte Ausgänge sind. Auch jetzt auf Lücken in der Decke achten und so. Das ist schwierig. Oder die Röhre hier. Oder die Röhre hier. Hä? Zunächst erstmal Pilzken. Schon mal Schritt Nummer 1. Kann ich hier rein? Kann hier nicht rein. Der Typ bringt uns natürlich um. Wenig überraschend. Weiß gar nicht, ich glaube, diese Totenkopflöcke waren die Instant Kills. Ich teste mal. Nee, es waren keine Instant Kills, okay. Und hier drunter. Das wäre jetzt so prädestiniert dafür. Ich kann hier nicht weiter. Nee, ich kann hier nicht weiter. Also, aus irgendeinem Grund hänge ich da fest. Warum hänge ich da fest? Irgendwas muss da drunter sein, das mich irgendwie aufhält. Oder hier hinter? Ah, nee, Moment, man sieht da so die Wand leicht durchschimmern, okay. Irgendwas hält mich davon ab, da durchzugehen. Hm, interessant. Spawnt der jetzt wieder? Der spawnt wieder. Shit, nein. Mr. Öri, Alter. Aber wo dann Ausgänge sein? Wo dann Ausgänge sein? Oh nein. Oh nein, warte mal, stopp. Ich weiß doch noch gar nicht, was passiert. Ich bin doch nur ein junger, kleiner Armer. Pada, Panda. Hör mal. Da weißt du ja Bescheid, mit wem wir auch gerade wieder zu tun haben. Das ist ja Wahnsinn. Mit wem ich alle immer kennenlernen, Alter, das ist ja echt verrückt. Also. Nein. Moment. Wenn ich jetzt raten müsste, wäre das jetzt eine relativ schwierige Aktion, um nicht das zu tun, was vielleicht das Intuitivste zuerst wäre. Und zwar nach rechts zu kommen, nach links zu kommen. Aber hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Warum denn nicht? Wo denn? Es ist so gemein, wenn du so... Weißt du, in Mario World, im normalen Mario... Ja. Im normalen Mario World weißt du ja, wo die Dinger so sind. Das heißt, aber die jetzt so zu suchen, ist schon... Schwa-wo-do-do. Genau das. Schwa-do-do-do. Ja, Gott sei Dank. Oh nein, warum mache ich das denn? Erklär mir bitte, warum ich das tue. Das ist wieder die Frage. Das ist die Frage des Spiels. Warum zur Hölle tun wir das? Oder ich, in dem Fall. Könntest du bitte springen? Danke. Echt entgegenkommen von dir. Nur ein Power-Up. Ich nehme es natürlich gerne. Allerdings... fuck! Allerdings haben wir langsam... Können wir bitte nicht so einen Schwung machen? Danke. Allerdings haben wir langsam keinen Platz mehr in dem Level wahrscheinlich für Schlüssel. Also irgendwo muss der ja auch sein, quasi. Und jetzt den Spin-Jump. Die kann ich hochheben. Man könnte jetzt schon beinahe unterstellen, dass das irgendeine Bewandtnis hat. Hier kann ich... Moment, vielleicht kann ich hier rüber. Ja, wahrscheinlich mal ein Block mit dem Pilz drin. Hier kann ich auch nicht durch, weil da ist zu. Unten ist auch zu. Das heißt, da kann ich auch nicht lang. Hm. Interessant. Da unten ist ein Checkpoint. Da ist das Schlüsselloch. Moment. Hier kann ich nicht rein. Aber da unten ist das Schlüsselloch. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis. Fehlt nur noch der Schlüssel, ne? Das ist das, was jetzt noch fehlt. Shit. Nein. Das ist das, was jetzt noch fehlt. Da war ein Block unten irgendwo. Im Wasser schwimmt noch ein Block. Hier rein. Ich kann hier nicht rein. Kann ich hier rein? Hier kann ich rein. Ah! Und zu was führt mich das jetzt? Das führt mich zum Checkpoint. Und das führt mich jetzt aber hier nur zurück. Das führt mich hier hin. Nein! Jetzt bin ich wieder hier! Nein! Oh, fuck, ey. Ich muss mich zwingend wieder an die Safe States gewöhnen. Ansonsten werde ich vermutlich weinen. Und zwar häufig. Also, wie kommen wir jetzt hier voran? Warte mal. Hier komme ich nicht rein. Wobei da ein Loch vor der Röhre ist. Das wäre jetzt in Metroid, wäre das eventuell ein Hinweis auf ein verstecktes Power-Up. Hier war nichts. Also ich konnte dann jetzt hier runter. So. Vielleicht ist hier ein Schlüssel drin. Ist kein Schlüssel drin. Dann könnte man den hier noch versuchen.
Wenn man mich denn lässt. Aber ich kann mir schwer vorstellen. Doch, hier ist der Schlüssel, tatsächlich. Aha. Haha. Sage doch, ich kann mir schwer vorstellen, dass der da ist. Aber Gott sei Dank haben wir es trotzdem getestet, weil ansonsten wären wir eiskalt dran vorbeigeschwommen. Also, pass auf. Wir müssen dann jetzt also quasi. Der Schlüssel verschwindet, wenn der einen von die eine von. Alter. Der Schlüssel verschwindet, wenn er einen von den Totenköpfen berührt. Also, das müssen wir auch dann tunlichst vermeiden. Oh, das wird aber schwierig jetzt. Das ist natürlich auch schön, dass jetzt mal eine Herausforderung ist, den Schlüssel überhaupt am Leben zu halten. ist mal was anderes. Sagen wir mal so. Aber wie komme ich da jetzt hin? Muss ich da jetzt unten drunter schwimmen, oder was? Ist jetzt zumindest mein erster Instinkt, aber auch das kann ich mir von dem, was ich jetzt sehe, nur schwer vorstellen. Von der anderen Seite eventuell? Wie das jetzt hier so mal anguck. Moment, kann es sein, dass ich von der Seite durch diese Kiste durchgehen kann, wenn ich bei dem Safe Point bin? Ist das möglich? Das wäre jetzt, ist auch schön, dass man jetzt quasi dann rätseln muss, wie man überhaupt zum Schlüsselloch kommt. Das ist sehr, 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 sehr interessant, weil man das relativ selten in normalen Mario-Spielen machen muss. Hier kann ich tatsächlich durch. Aber das ist wahrscheinlich jetzt dann nur ein Weg zur Star Road, wenn ich raten müsste. Dem ist so. Das heißt, was uns jetzt noch fehlt, ist immer noch der letzte, Switch-Palast. Wo könnte der sein? Also das einzige Level, das kein gelber Stern ist, kein gelbes Level ist, nicht schon den zweiten Ausgang aufgeschaltet hat und zweitens geografisch Sinn machen würde, und damit beziehe ich mich jetzt auf dieses Plateau, was da oben links noch ist, wäre dieses Schloss. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das werden wir dann in der nächsten Episode rausfinden. Ansonsten bitte in den Kommentaren diverse Tipps. Vorher allerdings Like-Button kaputt kloppen, in den Kommentaren diverse Tipps und ja, wo könnte der letzte Switch-Palast sein? Und dann wünschen wir uns bitte alle sehr, sehr viel Spaß mit diesen Star Road Level. Das wird fantastisch. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, offiziell winkenderweise, wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.